Peter Sloterdijk sagte einmal, dass es wohl zur Signatur der Humanitas gehöre, dass die Menschheit vor Probleme gestellt würde, die ihr als unlösbar erschienen, die sie aber trotz dessen nicht unangetastet liegen lassen dürfe. In so einer Situation befinden wir uns jetzt. Sie erscheint unlösbar wegen ihrer Komplexität, ihrer Interdisziplinarität und der schieren Größe der einzelnen, teilweise auf null zu reduzierenden Parameter. Und trotzdem müssen wir diese große Transformation, die große Umstellung der Energieversorgung, des Stopps der Emissionen klimaschädlicher Gase, der Extraktion bereits emittierter Gase aus der Atmosphäre, des Einstiegs in die Kreislaufwirtschaft, der Bereitstellung von sauberem Wasser und Nahrung für alle und vieles mehr schaffen. Denn sonst gibt es für die Menschen auf diesem Planeten keine Zukunft mehr.